Auf der Rückseite. Kam eine Rückseite? Sehr überraschend. Auch das kenne ich auch. Pass erfüllt und asozial, die lassen sich nicht bestechen. Die wollen Stress und eine Schlägerei. Wunderbares Jahr. Corona war noch eine Biermarke. Wo ein Schneemann mit Genickbruch gebaut wurde. Und zum allerletzten Mal, ich heiße Link. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Video. Nicht auf Kennys und nicht auf meinem Kanal. Mein Name ist Interfox. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar hat die Sienna noch ein paar Shorts vor sich und mit dabei ist der Fürst der Unterhosenwelt. Hallo Kino Shio. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß euch bei dem Shorts gucken. An die Zuschauer, lasst gerne ein Like da, schaut bei Kennys Kanal vorbei und disliked seinen Miside. Und bis dahin, macht's gut, euer Fuchs schon wieder. Hey, Miside ist voll gut gelaufen. Halt die Fresse. Okay, ich dachte wirklich, er stellt dich mal einmal nett vor, weil er mit Fürst angefangen hat. Und mein Hirn war so, da kann doch jetzt nichts Schlimmes kommen. Auch schön. Deswegen sollte man sich abmelden, wenn man auf Klo geht, ne? Das Schöne ist, ich habe das schon mal gekriegt. Was hast du schon mal? Achso, dieses Video. Nein. Das hatte ich schon. Ja. Ey, nein, es hat. Nein! Ich bin schon. Die Cola ist einfach zu dominant. Ja, aber echt. Junge. Die sagst du, du bleibst hier, süß. Klopft auch nicht an, die kommt nachts in dein Schlafzimmer, du. Ich bitte keine 5, bitte keine 5. Was, eine 5? Was, eine 6? Was, eine 9? Oh, eine 6, oh, zum Glück. Oh, zum Glück. 1 minus. Boah, du bist so eine eklige Schwüre, ja. Das ist nicht fair, Mann. Ich hab dafür gesorgt, dass Hermann Hesse richtig float, Alter. Ja, das war aber nicht die Aufgabe. Du solltest das Versmaß bestimmen und das Gedicht analysieren. Wie stand das? Auf der Rückseite. Es gab eine Rückseite? Es gab eine Vorderseite? Oh mein Gott. Dieser Moment. Oh Gott, ich fühle es so hart. Es gab eine Rückseite. Das ist mir wirklich einmal passiert in der Arbeit. Zum Glück nicht in der Prüfung, aber in einer Klassenarbeit. Oh mein Gott. Boah, das war der schlimmste furchtbar. Der schlimmste Moment, wenn der Lehrer so von hinten auf dein Blatt guckt und dann sich das in Ruhe mustert und dann nach vorne läuft und sagt, Leute, schaut euch bitte alle nochmal Aufgabe 3 in Ruhe an. Und du denkst dir so, was habe ich jetzt da falsch gemacht? Ja. Und ich habe euch alle exakt nach Leistung bewertet. Ich habe eine 1. Dabei habe ich nur ein Penis auf mein Blatt gemalt. Boah, ich war's. Finde ich schön. So bin ich auch durch die Schule gekommen. Hast du sehr schöne, auf deine Test Ja, sehr schöne, originalgetreu, also anatomisch korrekte Falli. Ey, aber was für ein Ding? Ich sag dir, meine Maus funktioniert das Scroll. Ich kann keine Ahnung. Muss ich auf den Pfeil drücken, wie so ein Höhlenmensch, weil meine Maus nicht. Bamboozled. Flabbergasted astonished. Ich, okay. War sehr überrascht. Auch das kenne ich auch. Ja. Digga, der hat richtig Bock auf den, das sieht man doch. Der hat richtig Bock. Der war total, der dachte, was läuft, was habe ich gerade gesehen? So. Ja. Catch you staring. Das ist so, Kenny hat da einen über den Durst getrunken. Ey, ich habe nicht Juicy. So viel Arsch, okay? Ich? Mehr. Also, Kenny muss sich immer 2 Sitzplätze buchen. Nicht, weil er fett ist, nur sein Arsch. Kann ich lesen? Könnt ihr mir sagen, was ich gewählt habe? Das ist gemein. Das ist voll gemein. Was sieht der traurig aus? Das sieht doch an der Musik, aber... Voll fies, denn denkst du, jetzt kommt, weißt du, was holst und was auch immer und dann steckt er unter die Dusche. Dieses Gefängnis benutzt Gänse anstelle von Wachhunden, weil Gänse asoziale Vollidioten sind. Die sind so territorial, dass jeder, der versucht auszubrechen, lautstark attackiert wird. Und die brauchen dafür nicht mal eine Ausbildung, wie Hunde. Die sind preiswerter im Unterhalt und die haben eingebaute Nachtsicht. Gänse können 12-mal besser im Dunkeln sehen als wir. Hunde kann man mit Essen bestechen. Gänse aber sind so hasserfüllt und asozial, die lassen sich nicht bestechen. Die wollen Stress und eine Schlägerei. Gänse sind so... Das ist so eine tolle Beschreibung. Die sind so asozial, die wollen Stress und eine Schlägerei. Aber und es im Bewachen, stimmt, dass sie schon seit der Römerzeit zum Absichern eingesetzt werden. Dieses Ja, das stimmt, aber ja, weil
Also voll Gänse krass. Sind echt brutal gefährlich. Die Klick haben ja auf den Knopf. Klick auf den Knopf. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass du nicht scrollst. Danke. Ja, weil die, ne? Die haben auch so fiese Zähne. Ja, ist voll krass. Island. Isola. Isola. Kojima. Kojima. Insel. Insel. Die haben einfach keinen Bock auf Inseln. Haben alle ein richtiges Wort und die so. Entschuldigung. Let's see what this presentation's all about. Top 10 successful. Schwierig. Schwierig. Communist countries. Okay. Well, he's got a point. Yep. Die Frau, die. Gut, es kommt drauf an, aus welcher Sicht, ne? Von wem aus du sagst, wie erfolgreich. Also, es ist. Aber ich würde jetzt schon sagen, von den. Von den kommunistischen Ländern selber. Ja. Mehr als 600 Ehemänner vergiftete. Julia Tofan. Wow, was für eine KD, Junge. Das ist ja Hammer. Noch 100 mehr und du schaltest einen goldenen. Vor allem war die super scharf, war die mega im Bett. Was hatte die für einen Ruf? Dass es immer weiter ging, weißt du? Das muss ja irgendwann aufgefallen. Warum wurde die immer weiter geheiratet so? Vielleicht, also. Vor allem, wenn es wirklich 600 waren, wie lange soll die denn gelebt haben? Wie? Das kann doch gar. Also, 600 finde ich ein bisschen. Also, 600 ist halt krass. Da musste ja selbst mit 70 noch eine Granate gewesen sein. Ja, Anna, die haben doch früher gar nicht so lange gelebt. Wurde im Jahr 1620 in Italien geboren. Sie war Kosmetikerin und stellte handgefertigte Kosmetika her, um Gesichtsfehler zu korrigieren. Aber sie ging viel weiter und. Ach, das waren ja gar nicht ihre Ehemänner alle, Und schuf die Aqua Tofana, ein Gift, um Ehemänner loszuwerden. Und in einer Zeit, in der Scheidung nicht existierte, begann Julia, ein Gift, getarnt in Schminktöpfen, an Frauen zu verkaufen, die unter häuslicher Gewalt litten und ihre Ehemänner loswerden wollten. Es war das perfekte Gift. Es hatte keine Farbe, keinen Geschmack und keinen Geruch. Also könnte ein Tropfen im Kaffee ein weiterer Tropfen in der Suppe tödlich sein. Je höher die Dosierung, desto kürzer war die Lebenszeit des Ehemannes. Das Gift wirkte auf das Nervensystem. Die ersten Symptome waren also schlechte Laune, Schwäche, Unwohlsein, Durchfall und Erbrechen. Es wurde immer schlimmer und der Mann wurde schwächer. Doch im Jahr 1659 bereute eine Frau, als sie ihrem Ehemann die Suppe gab. Die Frau, die mehr als 600... Okay, das Ende war jetzt irgendwie zu viel, finde ich. Das hätte da nicht mehr rangehört, weil da... Ja, weil das wäre jetzt eine ganz andere Story gewesen. Ich hätte jetzt gewünscht, dass das noch irgendwie ausgeführt wird. Warum? Naja, also warum ist ja klar. Häusliche Gewalt. Aber brillant, dass sie das überhaupt entwickelt hat und alles. Ich frage mich dann, warum kannst du heutzutage Gift riechen? Also warum funktioniert das heute... Naja, aber wenn es dieses Gift ja schon mal gab, dann pack doch einfach dieses, dann entwickelt das doch weiter oder nutzt es einfach so, weil das ist ja dann das perfekte Gift eigentlich. Keine Ahnung, vielleicht ist es aber etwas, was mittlerweile halt leicht nachweisbar ist, so bei der Autopsie. Maybe. Keine Ahnung. 2013. Wunderbares Jahr. Corona war noch eine Biermarke. Die Russen waren die Guten und Friedrich Merz saß keksefutternd in Aufsichtsräten. Alles toll, bis zum 6. Februar. Denn dann gründet ein Haufen Opas mit zu viel Tagesfreizeit eine Partei. Sie sind gegen Pleite, Griechen und hassen Energiesparlampen. Warum auch immer. Und eine obskure Sendung namens Heute Show schenkt der Partei von Anfang an Sendezeit. Warum? Was? Aber ich habe davon nichts gewusst. Genau, das sagen die Deutschen hinterher immer. Doch schon kurz danach beginnen die Säuberungen. Ein Vorsitzender nach dem anderen verschwindet spurlos. Ach nee, warte mal. Bei denen kommt das erst noch. Strippenzieher und eigentlicher Machthaber ist und bleibt einer von diesen beiden Bernds. Ein Mann, der uns viel. Ich liebe das so sehr, dass irgendwann mal falsch geschrieben wurde: Bernd Höcke statt Björn. Und die Heute Show und viele andere Nachrichten haben es einfach, die haben ihn immer Bernd genannt. Und er war so getriggert: so, ich heiße Björn. Es ist schön. Der heißt nicht Bernd Höcke. Echt nicht? Nein. Ich dachte das immer. Nein, du kannst es nachgucken. Die haben ihm den falschen Namen gegeben und sind dabei geblieben. Die haben es durchgezogen und dann haben auch andere das übernommen. Blöd, als wir wissen wollen. Mein Vater ist jetzt eine Frau. Punkt. Glückwunsch. Das alles bei Heute Show History.
Ach, das war dann so ein Vortrag von wegen gegen, keine Ahnung, ich weiß nicht, Transsexuelle oder gegen was auch immer. Höckes Helfer. Höckes Helfer, alles klar. Alter. Wunderschön. Er packte eine Münze in einen gestörten Getränkeautomaten, denn auf einmal rollt... Er ist gestört. Junge, der rennt durch die Gegend, zeigt jedem seinen nackten Arm. So ein Flitzer, einfach so eine Getränkemaschine, die so aufs Spielfeld läuft. Ja, mit so einem Silikon hinten dran, Silikon. Der wabbelt so, ein ganz weicher, so Anime-Physik, weißt du? Aber so nicht so diese normalen Physik, sondern so... Fanservice-Anime-Physik. Ja, so Fanservice-Anime-Physik. Mhm, ja, du weißt. Du weißt. Ich weiß. Du hast das meiste davon gezeichnet. Hatte sie einen Berg in der Maschine. Nee, ich hab's nur zensiert. Einen komischen gelben Typen mit, um perfekt in einen Apparat zu rollen. Fette Bienen. Was? Das ist auch sowas von wegen, du solltest das nicht beschreiben. Du machst es kaputt, dass dieses schöne, weißt du? Schnappten sich die Flasche, um sie zu stehlen. Worauf der gelbe Typ sie aufhalten wollte, wegen der Münze, die seinen besten Kumpel ermordete. Sie packten die Flasche in eine krasse Maschine, um einer der letzten gelben Typen zu zerschmettern, bis die Flasche dann gefüllt wurde mit dem Getränk. Sassy, weiße, haarige Wellen kletterten die Flasche hoch mit ihren gespritzten Lippen, um den Deckel auf die Flasche zu klatschen. Es wurde dann in die Antarktis geschickt, wo ein Schneemann mit Genickbruch gebaut wurde, um den Drink zu trinken. Ein Schneegenickbruch. Ich liebe es. Aber wurde alles gesagt. Keinen wirklichen Grund. Aber die Flasche bekam eine fette Krise und fiel in einem Loch runter. Dort landete es in der letzten Station, wo es auf einem Kassenband landet, während alle komplett abgingen und feierten. Denn sie sind alle aufgeregt, dass diese endlich fällt, bis sie an der Ecke ankommt und nun runterrollt, sodass der Mann diese einfach aufheben kann und sich in die Futterluke schiebt. Eigentlich hätte ihn die jetzt komplett vollspritzen müssen. Die war ja total durchgeschüttelt. Ja, bitte. Falls ihr euch jetzt fragt, was passiert in dem Prozess zwischen Geld reinschmeißen und die Cola kommt raus in diesen Automaten, jetzt wisst ihr es. Mhm. Und das war nur die gekürzte Version. Ja, das war die geschnittene Version. Ja. Das war schon irgendwie smooth. Puh. Weil ich habe keine Ahnung, ob die überzeugt, ob sie das überzeugt schauspielt, weil sie sieht schon irritiert und genervt aus. So. Ich glaube, was. Er hat echt trainiert sein ganzes Leben dafür. Mit seinem Kumpel hat er jeden Samstagabend da gesessen und sich schlagen lassen. Das geschafft. Um zu gucken. Also, um Angriffsmuster zu lernen. Das ist safe ein Dark Souls-Spieler. Zeig, was du kannst! Einfach so lange draufhauen, bis man das Angriffsmuster kennt. Oh, shit. Also, ich bezahle das nicht. Carlo, du bist dran! Also, das war kein Strike, Bro. Werft einfach mal zu zweit. Der Fernseher war schon so. Zeig, was du kannst, Sarah! Das war schon wieder das. Das war ziemlich. Das war ziemlich kurz. Ja. Also. Junge, find... weißt du, da stehen auch, weißt du auch, warum Schilder da stehen? Nicht werfen und. Ja. Oh Mann. Bowling wirft man nicht, prinzipiell. Ach, schön. Ey, das war alles bestimmt teuer. Richtig teuer. Luigi, Sie machen sich also Sorgen um Ihren Bruder. Sie! Ständig pfeift er sich diese Pilze da ein. Ja, jetzt fühlst du dich wieder groß. Aber wenn die Wirkung nachlässt, dann. Das hier ist ein Safe Space. Natürlich können Sie hier alles rauslassen. Der nächste bitte? Grip! Witzo! Kubabaru! Pizza! Das ist doch krank! Und Lara, wie fühlen Sie sich jetzt? Die Brustverkleinerung? Beste Entscheidung meines Lebens. Junge, ich kann zum ersten Mal meine Füße sehen. Ich glaube nicht, dass Sie alle hassen. Doch! Niemand mag mich! Sie müssen einfach nur lernen, sich niemand mag dieses Kackteil. Bei einer Paartherapie macht es schon auch mehr Sinn, wenn Sie Ihren Partner mitbringen würden. Was? Alle? Wissen Sie, was für ein Vorteil das ist beim Rennen und beim Klettern? Ha! Hallo? Würden Sie bitte aufhören, meine Vasen kaputt zu hauen, Zelda? Zum allerletzten Mal, ich heiße Link! Das ist so gut. Das ist so gut. Ich fühle das aber auch. Ich spiele Zelda. Nein, du spielst mit Link. Also prinzipiell mittlerweile kannst du Zelda spielen. Ja, aber es war einfach... Es ist so toll. Es ist, das Bild auch toll, was sie im Hintergrund hat. Das gefällt mir voll, das sieht aus wie so ein Mimi. Ja, ich hätte gern den Untertitel weg, aber ja. Ganz ehrlich, ich habe ihn nicht angemacht. Ich halte sie für einen Hochstapler.
Tut mir leid, mussten Sie lange warten? Luigi, Sie machen sich also... Voll toll. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Richtig gut gemacht. So voll mein Geschmack. Ja. Hey Dad, what does WTF mean? Oh, that means... That's easy. It means what the f***. Das kenne ich auch schon. No, dude. It means Wednesday through Friday. Nice one, Dad. LMAO. Lick me all over? Hey, yo! Hey, Dad. Weiter. Musst du nicht verstehen. Oh nee, nicht schon wieder der. Den kenne ich nicht. Ah, wir hatten im letzten Part hatten wir 3 von diesen Videos von ihm und die waren halt absolut unlustig. Ist, irgendwann ist zu viel. Ja, du verstehst, was ich meine, oder? Ja. Helikopter, Helikopter! Mom, am I adopted? Yeah! Stop the cap. Bye, have a great time. Mama! ja. Okay. Weiter. Voll cool. Oh nein. Nein, warte, was ist nochmal der? Ja. Okay, ist wenigstens nicht so lang. Nike kicks. 7, 8, Junpei is a dolphin. 9, 10, Kurukuru. 11, 12, subscribe or else. It's a joke. It's a joke. 13, 14, like Drake. Der hat zwischen gut Greenscreen. 15, 16, das fand ich eigentlich nicht mal so schlecht. 17, 18, ja, übertrieben. 19, 20. I like Drake. That's not me. 8, 15. Okay. Wenn jetzt, ich schwöre, wenn jetzt noch eins kommt. 3 dumme Star Wars Serienideen, die ich Gott, unbedingt umgesetzt haben möchte. Nummer 1. Die ganze Skywalker-Saga aus der Sicht von R2-D2, aber so wie er ursprünglich mal geschrieben wurde, nämlich als redender, sarkastischer, ironischer Roboter, der ein totales Arschloch ist. Voll die geil. Wichtigsten Situationen nochmal aus seiner Perspektive mit so einem sarkastischen Unterton. Ja, ja bitte. Idee Nummer 2. Eine Serie so im... Ich fände das voll cool eigentlich. Von... Ja, das voll ich ernst mein... alle und dann, was weiß ich, epische sonst was Kampf. Und da steht daneben so, ehrlich, mit dem Lichtschwert und schon so wieder. Ein doppeltes Lichtschwert. Hatten wir das nicht schon? Genau. Ein Imperial, der sich dafür einsetzt, dass endlich mal Geländer auf Raumschiffen gebaut werden. Und das dann über 8 Staffeln lang und es bringt gar nichts. Im Finale wird er dann von Vader umgebracht, weil er den Leuten unglaublich auf den Sack geht. Idee Nummer 3. Alles bleibt so, wie es ist, aber Yoda wird von dem Affen gespielt, wie es eigentlich damals der Plan war. Und der kann sich dann in dieser ersten Szene mit dem ironisch-sarkastischen R2-D2 prügeln. Nein. Ja, das würde ich mal ansehen. Ja, das würde ich mir auch ansehen. Das würde ich mir aber auch der, angucken. Der ironisch-sarkastische R2, das klingt halt so witzig. Ey, da hätte ich voll Bock drauf, ja. Bin ich ehrlich. Können wir dafür eine Petition starten? Klar. Dass das weitergeführt wird? Today I'm teaching you the deadliest self-defense move known to man. However, this move is only for life or death situations and not to be messed with. This move was created by Yeltsakir in 1987. Wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende irgendein Joke kommt? Da kommt safe ein Joke. However, it was immediately banned from all karate competitions due to its violent nature. Which is why, once again, I urge you to use caution. Step 1 is to make a fist, ensuring that your thumb is on the outside of your fingers. If it is on the inside, it can break your thumb during impact. Do this with both hands. You now want to place your fist halfway between your chest and your hip. Once you're at this point, move them slowly from side to side and eventually the momentum will end up with you. Das war ein schlauer Move, aber hat's nicht geschafft. Today I'm teaching... Luca versucht mich ja die ganze Zeit zu rickrollen und schafft es einfach nicht, weil ich jedes dieser Videos kenne. Weil Taki dich einmal beschützt hat. Taki hat mich einmal beschützt, da hättest du es geschafft. Aber ab jetzt, du schaffst es einfach nicht, du kannst mich nicht rickrollen. Ich glaube nein. Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground method. Sienna. Ja, bitte. Können wir uns einfach mal treffen und wir machen das so als Zaubertrick? Nehmen wir das so auf in unserer Fassung? Ja, aber du brauchst auch bitte ein weißes T-Shirt. Vor allem, er hat schon, grundsätzlich wäre da so ein Streifen, um das zu zensieren, weil wir brauchen mehr Wasser, ein Eimer. Okay. Lass mich dir mal einen Trick zeigen, der LKW kommt gleich. So ein Typ ist ins Büro seines Chefs gestürmt und mault ihn an. Alter, mein Internet ist so dumm langsam, da ist ja eine Brieftaube schneller. Der Chef war nur so, top, die Wette gilt. Winston, die Brieftaube, bekam 2009 einen 4 GB USB-Stick, den er zur 100 Kilometer entfernten Hauptzentrale in Südafrika bringen sollte. Sobald Winston sich auf den Weg gemacht hat...
wie geht sowas überhaupt? Ich denke immer so, ja, die, weißt du, die Eulen in Harry Potter und so, das ist irgendwie magisch, der Stil. Aber wie können Brieftauben, woher weiß der denn, zu welchem, wohin? Du musst ja mit denen, wie trainiert man die? Die musst du doch, oder du musst die doch also, irgendwie, ja, den, du musst denen doch mal mit denen den Weg gehen, fliegen, ich weiß es nicht. Ja, natürlich musst du das, als ob du denen dann sagst, oh ja, also der hier, der Jochen Müller, der muss jetzt erstmal ein Paket bekommen. Die Tauben, ich sag, mach. Die sind in Wahrheit, die wissen alles. Die sind, ja, die sind, ne? Die Tauben überall. Gehören ja auch eigentlich zur Regierung. Also, ja, Staatsmacht. Ja. Deswegen funktioniert das auch. Wurden die gleichen Daten auch per Internet zur Hauptzentrale gesendet. Winston kam innerhalb von 68 Minuten an und nach einer weiteren Stunde waren die Daten. Was? Wie schnell ist Winston denn? Warte, wie viel 100 Kilometer in 68 Minuten? Junge, wie, warte, wie schnell? Bruder, Winston hat unterwegs die Federn verloren. Ja, der fliegt dann ja etwa 100 km/h, weil, ne? Sind ja 60, 68, sagst 60 ja. Minuten, 100 Kilometer, 100 km/h, eine Taube? Winston was? Hat einfach unterwegs alle Flügel verloren, alle Federn. Ich meine Luftlinie, aber trotzdem Luftlinie. Also vielleicht Luftlinie ist es kürzer, aber nicht Luftlinie so viel. Ist es mit dem Internet auch. Ja. Als ob das Internet nochmal Umwege macht. Das klingt sehr seltsam. Vom USB-Stick auf dem Computer, aber in der gleichen Zeit kam nur 4% der Daten übers Internet an. Winston hat also das Rennen gewonnen. So ein Typ ist... Und jetzt sollten sie immer Brieftauben verwenden. No. Das vor. So die voll die Hightech, also voll eine mächtige, große Firma und so. Und die haben einfach ein Stockwerk nur für Tauben oder so. Weißt du, einfach wo die, voll, die ganze Zeit die Daten. Voll strong. Ja. 5. Was? Okay. Der guckt, wie viele. Der guckt, was ihn aushält. 15. Nudelbecher, finde ich okay. 20. Sind sie aber wieder nicht so verteilt, ne? Das ist voll dämlich. Eigentlich müsste er die immer dann schon gleichmäßig verteilen. 25. Ja. Na, oh, Digga, bist du dumm. Ja, kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Aber es hat länger gehalten gerade. War er ist anders draufgestiegen. Und dann halt so. 30, das wird doch safe halten. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass mehr Nudeln werden. Tatsächlich. Bei den Bechern sehe ich es noch nicht so wirklich, dass sie das schaffen. Nee, ich glaube, da reicht die Platte nicht. Ja. Okay, aber... Cool. Ja, interessant, wenn man mal Langeweile hat. Ja, das ist voll dark. Oder was macht er? Er bekommt sein Hero-Arc. Oh. Was? Wie dämlich. Ja. Warte, ich möchte das Ende nochmal sehen. Das war ein bisschen confusing. Warum? Ein cooles Standbild. Ja, die Folge ist auch lang genug. Finde ich super. Freunde der Nacht, ja. Apropos Freunde der Nacht, Alter, wir sind, es ist ja ultra spät gerade. Ja, schaut euch auf den Kanälen um, Abo und Like, ihr wisst Bescheid. Tschüssi und nochmal danke an den Fuchs. Gerne. Ciao, ciao.